Das ist ein Abenteuer, ey, das sage ich dir. Das ist Atemschutz extrem. Absolut. Richtig, richtig, richtig geil. Müssten wir da durch? Ist das der Gang? Servus, meine Freunde, willkommen zu mein Gott, ey, ja, ich hasse Anmoderation. Ja. Wer das letzte Video von mir gesehen hat, der wird sich jetzt auf die Fortsetzung freuen, denn ich habe mit dem Mikro zusammen und mit dem anderen Kollegen den Eingang zu einem unterirdischen Minensystem gefunden. Was das jetzt gibt, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Jetzt gehe ich vor. Mit dem Rucksack? Wie willst du das? Ja klar, Mann, hallo, das ist ein Pax-Rucksack, ein Pax 3000. Der muss das können, ja, ich gebe dir die Kamera wieder. Ich komme schon so ein bisschen vor wie der liebe Fritz. Oder Timo vom Waldkult. Das war eine tolle Idee mit dem Rucksack auf jeden Fall. Ja, schön. Ne? Jetzt hängst du nur hinten an eine... Ich bin mal nach. Ja. Ich habe gehört, dass dieses Jahr die Wicks Gartenspinnen größer wurden. Alter, hier eine. Hör auf. Ey, die hat bestimmt 10 cm Beine. Erstmal weg. Mehr nicht. Wow. Die sind richtig. Ja. Wie bist denn du da runtergekommen? Ja, rückwärts. Boah, guck mal, was hier rumkrabbelt. Guck mal, bitte an meinen Rücken. Nee. Kannst du mir eben aus dem Rucksack hinein rausholen hier? Eine Maske? Ja, so in etwa. So, Freunde der guten Unterhaltung, ich habe natürlich zufällig heute einen kleinen Helm mit eingepackt. Den muss ich nochmal festziehen. Ein Engelbert-Strauß-Helm. Ja, genau deswegen habe ich den Helm auf. Geh du mal vor. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, der Helm bringt mir auch nicht viel, weil wenn man so sieht, wie die Decke hier runterkommt... Da war noch mal Putz vor, der ist aber schon raus. Also ich würde jetzt einfach mal schnell da durchlaufen. Das wird immer enger da hinten. Lass uns erstmal die andere Richtung suchen. Da kamen Kabel. Die Dinger hier, ne, da lagen früher Kabel. Die haben das so gemauert, da werden die Kabel reingelegt. Aber da ist nichts mehr unten, das ist alles zugeschüttet. Oh, hier gibt nicht zu viel Spinnenweben. Leute. Da hinten geht auch noch ein Gang lang. Du Scheiße! Ich schwitze, muss ich echt sagen. Ich schwitze. Guck mal hier, wie nebelig das ist. Siehst du das? Was hier steht in der Luft? Jo. Guck mal hier, ist schon so. Aber hier kommt mir noch kein bekanntes Bild irgendwie vor. Nee, nicht. Und hier geht's hier so. Hier supi. Ja, mir auch. Alter, pass auf. Zum Glück habe ich den neuen Engelbert Strauß Helm auf, meine Freunde. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, da ist der verlinkt. Sonst wäre das ein dickes Gebäude gewesen. Oh, oder das hätte Blut gegeben hier heute noch. Er ist natürlich jetzt schon wieder so ein scheiß heißer Gang. Ne? Ich hasse enge Gänge. Was heißt enge Gänge? Ich hasse es zu wissen, dass die Decke hier im Moment runterkommen kann. Nein, das wirkt nur so. Das ist ein Abenteuer, ey, das sage ich dir. Goldbarren hier? Ja, so in der Art. Guck mal. Ja, geh vor, komm. Wie soll ich denn an dir vorbeikommen? Na, ich schwöre dich an, hier ist hier ganz in den Luke, kannst dich hinstellen. Ein bisschen kuscheln. Genau. Geh durch. Alter. Komm. Ich soll mich jetzt hier an deinem Schritt vorbeikriegen. Ja, mit dem Kopf. Wow, okay. Ich kann nicht mehr. Braucht das noch Video? Warte. Bist du beschwitzt? Ja. Hä? Hä? Ja, ein Traum, ey. Ende. Mhm. Mach mich nicht schwach. Ende. Nein. Ende. Zeit. Das Ende. Oh. Ey, dann lieber verlassene Krankenhäuser. Nee, so. Das ist des Wahnsinns. Hier ist noch einer, ne? Was? Hier ist ein Gang. Echt? Go. Das ist ja witzig, da hängen Haare runter. Nee, das ist... Dämmwolle. Aber gute Dämmwolle. Ja, Steinwolle. Ja, ein Traum. Da ist eine Buchse drin. Echt? Ja. Jo. Rock mal auf den Bauch durch. Nein. Willst du vorgehen? Ja, machen wir. Da kommen Schienen. Hier oben, das haben wir gerade von der anderen Seite gesehen, glaube ich. Das kann sein. Okay, ich bin auf mich alleine gestellt. Ich laufe mal weiter hier, ne? Ja. Ich habe Loren gefunden. Echt? Ja. Was? Ja. Geh mal da rein. Wo soll ich reingehen? Die liegen da. Ja, die liegen hier. Ja. Warte, ich guck mal. Nee, ich komm hier nicht weg. Warte. Ich mach das Licht mal eben aus. So, jetzt kann ich euch das zeigen. Hier liegen zwei kleine Loren. Hier sind die Schienen. Guck mal, wie dünn die schon geworden sind. Oh, guck mal. Oh. Was denn? Die Schiene schwebt schon. Ja, das ist
zur Luft nach oben. Richtig, richtig, richtig geil. Da darfst du nicht anpacken, da zerfällt sofort, ne? Echt? Ja, klar. Ich wollte damit hier eine Runde fahren, wie bei Indiana Jones. Geil, ne? Das sind so viele Klamotten, die hier rumliegen. Okay. Ich würde euch jetzt gerne, während der Mirko da seine Langzeitbelichtung macht, mal erzählen, was hier passiert ist. Allerdings kann ich das nicht, weil ich null Informationen über dieses Gelände habe. Wirklich null. Normalerweise wissen wir jetzt zumindest so grob, welche Richtung es geht. Aber hier gar nicht. Also hier weiß ich es nicht. Im ersten Teil, gut, da konnte man nochmal sehen, da ging es um ein bisschen Industrie. Ne? Da war ja eine große Industriebrache. Aber was das jetzt hier mit der Industriebrache zu tun hat, warum hier Loren stehen in wenigen Metern Tiefe. Also es ist jetzt wirklich nicht tief. Ich sag mal, es sind vielleicht von oben bis zur Straße 4 Meter. Das ist also jetzt hier nicht, wo man viel abgebaut hat. Man weiß es nicht. Wir gucken mal weiter. Schön, ne? Schön. Schön ausgeleuchtet. Ich möchte gerne mal gucken, was hier so... Hier ist Ende, ne? Oder geht er da runter? Ich weiß nicht. Schade, hier ist auch wieder so eine Rohre. Da hinten ist Ende? Wie, nee, nee. Wie geht das denn? So, die Lore kann doch gar nicht so um die Ecke fahren. Hier ist ein Drehteller. Hä? Hier ist ein Drehteller. Echt? Ja. Geil. Pass auf, ich mach nochmal ein schönes Foto, wenn du da bist. Ah! Ja, der Helm. Ja, warte, bleib hier stehen. Ich stell mich da um die Ecke hin. Oh. So, jetzt siehst du mich nicht mehr, ne? Nee, Leute, mach. Oder so. Ja, so ist besser. Jetzt geht's hier in einen Part, der... Lass uns links halten, erstmal. Ehrlich? Ja. Komm, das sieht doch weit aus. Ja, das sieht auf jeden Fall weit aus. Oder stehen wir gleich da an dem Tor, wo wir in dem ersten Teil standen? Wow. Ich geh mal hier runter. Warte. Halt die Kamera. Ich wollte gerade sagen. Okay, gib mir die Kamera und du leuchtest einmal runter. Weiter runter, du musst runterkommen. Weiter? Tiefer, halt immer tiefer. Ne, hier ist Ende. Was geht? Da ist, wo wir sind. Wir stehen hier gerade. Genau. Ja, hier unten. Im Loch sind wir drin. Kann ich die Ratte schon sehen? Welche Ratte? Nicht eine Ratte. Was? Oh! Rechts hier vorne. Ja. Doch. Alter, sind da Kratzer drauf. Ja, ich weiß. Hab ich grad schon. Aber massiv. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein dicke Schramme gewesen. Müssten wir da durch? Ist das der Gang? Das ist das Tor, was du gerade gesehen hast. Ja, Leute, wir standen gerade da, wo wir schon mal standen. Aber da kommen wir nicht weiter, da ist ein Schloss vor. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, wir schauen jetzt mal. Der geht mal in die andere Richtung, die können wir noch mal gucken. Ich glaube nicht, dass das so ein Seitengang ist hier. Der wird es nicht sein hier. Oder? Ich glaube nicht. Versorgungsschicht. Die letzten frei. Ja, geh mal gucken. Was habe ich da? Laufen wir gerade in die falsche Richtung? Ja, sicher. Warum nicht denn? Ich hab keinen Bock, ich geh jetzt raus hier. Ach, hier ist Luft. Luft ist gut. Komm, wir laufen mal 10 Meter. So, kann ich hier wieder stehen? Ja, fast. Guck mal, wie krass einsturzgefährdet das Ding ist. Hier auch schon, da kommt das schon alles runter. Boah, ich muss hier aus den Schuhen raus, ich kann nicht mehr laufen. Ne? Echt so schlimm? Ja, die tun total weh mit der Stahlkappe. Das sind nicht die Ersten, die hier langlaufen. Ja, dann ist hier Feierabend. Jo, hier ist Ende. Jo, dann haben wir nur noch eine Möglichkeit, oder? Guck dir mal, wo wir hier liegen. Auch mal, das ist ein Schlamm. So ein weißes Zeug. Ich weiß das noch nicht. Hier ist aber sehr windig, ne? Warum ist das jetzt hier so windig? Wo kommt der Wind rein? Ja, der springt immer so nicht. Da ist das irgendwas damit zu tun. Mal gucken da hinten. Ja, wir gucken. Kannst du noch mal reingehen, geh mal gucken. Und? Ein Pfeil. Was ist da? Achso, da geht's noch weiter. Alter, guck, wie hol der Akustik. Das.
Hier geht's noch weiter. Nochmal so weiter wie jetzt. Aber? Ja. Ich da immer diese Metalldinger quetschen. Das ist irgendwie sowas, was hier so aufgestapelt wurde, da wurde ja einmal zugemacht. Aber die liegen da, ist ja da hinten. Kreuz und quer, da gucken. Ja, zwei Kabel liegen hier oben noch in den Reihen, ne? Ja, pass auf. Alles gut. Das ist komisch hier. Ich freue mich. Boah. Das riecht ein bisschen wie Kleber oder so, ne? Ich weiß es nicht. Ach, Mirko. Mhm. Guck mal hier, die Böcke. Schön Kabel auseinandersägen, ne? Die haben richtig gemacht. Hier oben war mal ein Eingang. Ja, Leute, ne, jetzt sind wir wieder an den Loren angekommen. Da drüben gibt es die Loren, hier gibt es die Loren. Das sind die einzigen Loren, die wir heute hier sehen. Ich kann nicht mehr, wir haben keine Lust mehr. Wir haben das Ding nicht gefunden. Wir haben eigentlich gedacht, hier gibt es noch geilere Sachen. Aber ja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Der Mirko, der ist unten mal verlinkt mit seiner Fotoseite. Du hast deine Kamera hier vergessen übrigens. Nee, lass hier fürs nächste Mal. Achso, alles klar. Ja, ne? Schreibt was Nettes in die Kommentare, lasst ein Like da, guckt mal auf Mirko seine Facebook-Seite und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, hey, sind auch im Dunkeln oder irgendwelche verrückten Blaulichtsachen kommen. Jetzt werde ich hier durch diese engen Gänge wieder rausgehen und dann mal zu Hause duschen. Ciao.